Gestellt vom Trachtenverein Storchlüftler. Eine prachtvolle Fichte mit 37 Metern Höhe. Doch bis es soweit war, bedurfte es großer Mühen und Anstrengungen. Die Zweiglein, die für die Kränze um Eisenreifen herumgebunden werden, stammen nicht von Maibaum selbst. Der steht beim Kranzbinden noch im Wald. Außerdem stammen die Zweiglein, auch Gras genannt, von einer Tanne, weil die nicht so sticht. Der Maibaum selbst jedoch ist immer eine Fichte, weil die an Holz bei weitem nicht so schwer ist wie das der Tanne. Im April, Mai gibt einem kein Bauer gerne Zweige, schon gar nicht die der edlen Tanne. Um diese Zeit werden keine Bäume gefällt, denn da stehen sie im Saft und treiben am meisten aus oder blühen. Drum stammt heuer das Tannengras für St. Gilgen vom Obmann der Storchlüftler Georg Leimer höchstpersönlich. Schauen muss, dass du ein gleichmäßig bist, ein gleichmäßig rundum, weil sonst hängen sie da noch einseitig um auf dem Maibaum und das ja, sieht man schon dann auch. Mhm. Girlanden ist auch schön, wenn es ein halbwegs gleichmäßig dahin geht, weil die wird auf einen Strick zuerst aufgebunden und dann um den Maibaum rundum. Das dann beim Burm eigentlich, beim Aufkranzen. Beim Kranzbinden, ja, schau musst du noch, dass du die Rohrfen richtig hinlegst, weil es sind ja da die Ösen, wo der Kranz dann aufpumpen wird, wo praktisch die Seile eingefahren werden zum Aufhängen. Und ja, wenn du die Ösen oben drauf hast, praktisch so drauf schaust beim Binden, dann hast ja du den Kranz, wo du das Schöne, was du siehst, praktisch dann oben auf. Also, und da schaut ja von oben schaut ja keiner runter. Nicht? Jetzt musst du das praktisch umdrehen, weil du sitzt ja die Schönseiten unten haben, die was du siehst. Nicht? Ja. Weil unten, naja, wenn es nicht ganz so schön bunten ist, das ist dann ganz hoch oben. Ja. Das sieht man dann nicht. Nicht? Dann werden halt dann Bandeln aufgebunden, aber die werden erst, wenn die Kranz dann schon am Maibaum abgemacht haben. Also wenn er noch natürlich liegt oder halt gerade so halb aufgestellt, ein wenig so mit einem Schrank aufgestellt ist. Und dann muss man halt auch schauen, da die Bandeln ein wenig gleichmäßig verteilt haben. Am 30. April wieder geholt, der Maibaum. Heuer aus dem Wald vom Obenauer Gang, einem Storchlüftler. Das ist der Ferstl Berthold, ein Feuerwehrler. Er bezahlt heuer den Maibaum. Überhaupt helfen viele Feuerwehrler und andere Unterstützer beim Maibaum mit. Durch diese neue Seilfangmethode soll die Fichte besonders schonend gefällt werden.
Obwohl der Wipfel unbeschädigt ist, muss er weg. Er ist nicht schön genug. An seiner Stelle wird später diese junge Fichte befestigt. Diesen Vorgang nennt man Schiften. Danke für Ihre Kenntnis. Alle hören auf sein Kommando. Der Stellmeister. Franz, auf was muss denn so ein Stellmeister achten? Ja, da gibt es so viele Sachen, was beim Maibaum eigentlich alles zusammenhängt. Angehen wird es einmal, dass einmal die Stehzeug alles passt. Die Stangen. 12 Stangen brauchen wir und jede Stange muss mit 2 Mann besetzt sein. Das Wichtigste ist auch bei den Stehsachen, da die Gaben ordentlich sitzen auf der Stange. Das heißt, das sind die Gaben und die, was dann im Baum einstechen. Da das ordentlich verankert ist, da die Schrauben halten, da das ordentlich sitzt, dann ist das Nächste, dass eigentlich auch die Gruppen zusammensteht. Wie gesagt, wenn nicht 20 Mann da sind, brauchen wir beim Stehen gar nicht anfangen. Dann schaut er natürlich, dass das mit dem Baum passt, dass das Maibaumloch stimmt, dass der Maibaum richtig liegt. Dann, da die Schrauben und die Sachen da sind, das ist schon vorher gesorgt worden. Grundsätzlich ist dann die Sicherheitsmaßnahmen. Ja, das ist ja heute nicht mehr einfach, dass man heute so ohne weiteres einen Maibaum steht. Weil einfach irgendwer muss die Verantwortung übernehmen. Das ist ja heute die Gesetzeslage, wird die Arbeit schlimmer. Mhm. Man muss da schon sehr viel auf sich nehmen. Aber das lässt sich alles machen, wenn man eine gute Mannschaft hinter sich hat.
und der Obmann dazu, das natürlich ist das Wesentlichste. Der Maibaum wird von einigen Freiwilligen bewacht bis zum Morgengrauen. Musik im Schritt! Marsch! Um 6 Uhr früh am 1. Mai holt die Bürgermusikkapelle den Bürgermeister ab und der Maibaum wird feierlich der Gemeinde übergeben. Trachterinnen und Trachtler, herzliche Gratulation zu deinem wunderschönen Maibaum wiederum. Ich setze es ja alle Jahre wieder unter Beweis, da Maibaum aktiv wird, ohne da irgendwas passiert, unfallfrei. Und zu deinem möchte ich natürlich recht herzlich gratulieren. Danke nochmal und auch euch alles Gute für die Kammer, das alles an. Gut. Danke sehr. Ja, ich möchte auch guten Morgen in den Trachtenverein, guten Morgen die Wachtler, wo wir da steigen. Ich möchte euch gratulieren zu euren Hochbaum, ein bisschen länger dauert hat er,
Aber stell du da. Ab jetzt darf der Maibaum nicht mehr gestohlen werden. Bei mir ist jetzt der Obmann der Storklüftler, Georg Leimer. Georg, wie lange bist du schon bei den Storklüftlern? Ich bin heuer das 40. Jahr beim Trachtenverein. Und seit dieser Zeit stellen auch schon die Storklüftler den Maibaum? Seit dieser Zeit und auch schon wahrscheinlich seit über 100 Jahren wird vom Trachtenverein der Maibaum gestellt. Wurde der Maibaum schon einmal gestohlen? Nein, soweit ich weiß, ist das nie geschehen. Das Maibaum aufstellen ist ja nicht die einzige Aktivität der Storklüftler während des Jahres. Welche Aktivitäten gibt es noch? Einige Veranstaltungen, die auch zum Brauchtum gehören. Da ist einmal Jahresbeginn, sind die Glecki-Laufer, die auch seit knapp 100 Jahren in St. Güng laufen. Das zweite ist das Bäumbuschenbinden, was uns auch sehr wichtig ist, ist ein ganz wichtiges Brauchtum, das Gott sei Dank nicht verloren gegangen ist. Wofür steht jetzt der Maibaum? Der Maibaum steht bei uns für die Dirndln und Frauen des Trachtenvereines. Also wir stehen den Dirndln und Frauen unseres Trachtenvereines, dem Maibaum. Und früher war das ja ein bisschen anders? Früher ist das ganz sacht ein bisschen anders gewesen. Da ist eine Kölnerin, die wirklich gut gelaunt war, zu ein paar Buben gegangen und hat gesagt, wenn es mir am Maibaum steht, kriegt es ein Bier. Und das ist früher wirklich so der Fall gewesen. Die sind hergegangen, haben vor dem Gasthaus, wo die gearbeitet hat, ein Loch geraben, am Maibaum aufgestellt. Und die haben sich wirklich gefreut, dass sie was zum Trinken gekriegt haben. Weil früher ist das nicht so gang und gäbe gewesen, dass einer Glück gehabt hat. Die sind wirklich froh gewesen um den Liter Bier und ein paar Würstel, was gekriegt haben damals. Herzlichen Dank, Georg. Franz, du hast einmal erzählt, dass deine Tante dir eine Geschichte erzählt hat, wie sie früher einmal aufgestellt haben. Ja, das ist schon lang her. Das ist schon ganz lang her. Das hat mir meine Tante Susanne, Dichtl Sohn war das, und die hat mir gesagt, dass im 63er Jahr die Bürgermusik St. Güng an der Kändler Marie einen Maibaum gestellt hat. Also für mich war das ein wenig, ich bin da so ein Bub gewesen, ja, wie alt war ich denn da, 10 Jahre war ich da, und haben wir halt dann das mit ihr angeschaut. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen können, wie es den Maibaum da zum Schlachthaus runtergebracht haben. Da war es so eng, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die Bürgermusik hat da schon eine Rarität verbracht und der Kändler Maria große Freude gemacht. Nach dem 31. Mai wird der Maibaum von den Storklüftlern selbst wieder umgeschnitten. Von den ca. 100 Euro für das Holz gibt es eine Jause für die Helfer. Genau.
ob sich die Trachtler den ganzen Aufwand nächstes Jahr wieder antun? Hoffentlich. Bloß ein Grundspiel, ein Tag, es muss in Zirni wohl sein.